Lerne aus deiner Niederlage. Versagen ist ein guter Lehrer. Der Basti, der mich jetzt gemacht hat. Hm? Der war am Anus der Welt, war der. Ich hab einen Stoß zum Trinken. Ein spiel ich doch mit euch, Jungs, dann geh ich schlafen. Ich glaube ich auch. Außer es ist extrem scheiße, dann gehe ich nicht gleich, weil das mache ich nicht. Salam alaikum. Alaikum salam. Was bist du für Lieder? Die Tittensager. Aus zwei Gründen ist das jetzt mein letztes. A, der Stemmi hat dann nicht mehr Geburtstag und B, muss morgen früh raus. Also ich muss morgen früh raus, weil du vorbeikommst, René. Dann komm ich halt nicht vorbei. Dann hab ich nicht so einen Stress, schau. Dann komm ich dann noch vorbei. Kriegst du jetzt keinen Kuchen. Okay. Kommst du jetzt später? Kuchen ist nachher dann, oder? Was? Kannst du in Ruhe schlafen. In Ruhe schlafen, was der Kind. Laut Nico ist das anstrengend, bei dir merke ich das nicht. Du wirst nie wieder durchschlafen. Nie wieder! Ja, wieder. Für meine Frau macht das keinen Unterschied, weil ob jetzt ich schnarche, das Kind schnarche oder der Hund schnarche, ist auch wurscht. Ich hab auf der Couch geschlafen schon mal. Also. Ganz normal. Ganz normal zum Schlafen, ideal. Da haben wir schon, wenn wir umgezogen sind, auf die neue Couch. Da kann man so eine richtige Gönner-Couch, Alter. Wenn ich wieder vertrieben werde. Das gibt es nicht. Wie die Leiden hier umschissen, Alter. Diese Swiss K 31, 17, 12, die werden es auch bei mir erinnern, gell? Ja, ich liebe sie. Der Feind nähert sich! Genug Training, jetzt wird es ernst! Ich habe gerade am Zug geschaut, der hat seinen Fallschirm zugemacht, dann hat er seine Sniper genommen, dann hat er sich in der Luft um 360 Grad gedreht und dann habe ich ihn angeschossen. Scheiße. Den Idioten. Ich würde mal sagen, dass bei dir nicht gewinnen. Außer, oder das Team schaltet den aus.